Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mein Sportbeutel. Ich bin Stefan und heute geht es um das Thema Motivation. Ja Leute, ihr merkt es schon, die ersten Sonnenstrahlen sind draußen. Es sind in der Sonne 14 Grad. Super angenehm. Ich habe jetzt seit langem mal wieder eine dünne Jacke an, freue mich darüber und es ist ja ein Motivationsvideo. Ich sehe ein bisschen müde aus, das liegt daran, es ist Sonntag, ich war gestern noch arbeiten, bis abends nach Hause gekommen, bin irgendwann um 2 ins Bett und jetzt haben wir 10 Uhr und das ist natürlich auch wichtig, dass man sich dann motiviert und zum Sport geht, wenn man das möchte und den Trainingsplan einhalten muss. Ist das ein geiles Wetter, Alter? Ey. Das ist richtig geiles Wetter. Mein Lieber, grüß erstmal unsere Zuschauer. Moin. Sind wir nicht so unhöflich hier? Dann sieht man dich auch wieder. Für mich. So, erstmal hallo. Erstmal hallo. Mein Lieber, guck mal, der ist auch motiviert. Wir lieben Lebensmittel. Jetzt hast du schon Edeka gesagt, das wollte ich gerade machen. Aber das dürfen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber egal, wir machen hier keine Werbung. Das ist ein Motivationsvideo und wir haben uns heute gedacht, gehen wir doch mal frühs um 10 zum Training. Auf einen Sonntag. Mhm. Das machen auch nicht viele. Was nehmen wir heute? Beine, ne? Beine und Bauch. Genau. Bis gleich! Hab ich leider nicht drauf. Was hast du gerade gesagt? Milos hat gerade einen Spruch gemacht, hat gesagt, nicht, dass der spinnt wiederum spinnt. Ja. Danke. Merkt ihr was? Das Wort zum Sonntag. Ja. So, wir fahren jetzt hier 10 Minuten auf Stufe 5. Ja, wir fangen mit Beine an. Ja, ist mir klar. Danke. Ja, also momentan schreiben wir auf, was das Maximum an Gewichten ist. Deswegen werden wir heute, so gut es geht, so viele Übungen wie möglich durchballern. Und auf jeden Fall uns diese Gewichte aufschreiben. Ne? Ja. Du bist hier in gewohnter Pose, so wie auch zu Hause, wenn du auf dem Sofa sitzt. Ja, weil ich so dicke Eier habe. Natürlich. Du bist es. Ja. Wir sind jetzt hier 45 Kilo. Schön machst du das. Ja. Wie viel Gewicht hast du denn jetzt überhaupt genommen? Ich mache jetzt 30 für Roma. Weil ich nicht so viel Kraft in den Beinen habe wie Milos. Nee, hat er wirklich nicht. Ja, gebe ich offen und ehrlich zu. Dafür habe ich mehr Schmalz in den Armen. Auch das stimmt. Nicht. Und ja, ich probiere jetzt einfach mal 50 Kilo und dann gucken wir mal, ob es bei mir ausläuft. Wie viel hast du jetzt genau? 50. Okay, das ist auf jeden Fall zu einfach. Das ist noch nicht das Maximum. Ich habe auf 60 Kilo. Ich muss mir doch schon ein bisschen zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Also anscheinend ist er jetzt doch stärker an den Beinen wie ich. Ach du Scheiße. Was auch ganz wichtig ist, Leute, dehnt euch vorher. Das haben wir natürlich auch vorher gemacht. Nee, das ist aber wirklich wichtig. Macht das. Ja, richtig. Dazu gibt es übrigens ein schönes Video von Jens. Haben wir euch an der Stelle mal oben verlinkt. Und da könnt ihr euch das dann mal angucken, wie man sich richtig dehnt. Und Unterkörper natürlich, in dem Fall der Unterkörper. Und was denkst du? Das waren jetzt 5 Wiederholungen. Okay. In der nächsten Zeit sind 8 drinnen. Wow. Ganz wichtig bei der Übung ist halt wirklich mit dem Sitz so nah wie möglich runter.
so gut es geht und auch so, wie Stefan das hier macht. Ganz wichtig, nicht die Knie durchstrecken. Das ist sehr ungesund. So. 130 ist das Maximum bei mir. Ich habe jetzt 120 gemacht. Das war schon gut anstrengend, aber ich denke, 130 ist das, wo wir stehen und also wo ich stehe. Und hoffe, das funktioniert. Ja. Dann haben wir beide das Ziel von 130. Bei 130? Ja, ich habe auch 130. Dann habe ich mich wohl ganz schön gesteigert. In ja, ganz schön, ja. So, wir haben jetzt hier pro Seite 25 Kilogramm. Das sind insgesamt 50. Ja Leute, wir sind durch mit dem Training und das gehört natürlich alles zu einer gewissen Motivation, die man an den Tag legen muss. Und zwar kontinuierlich zum Sport zu gehen, weil man sonst seine Ziele nicht erreichen kann. Und vor allem wollten wir ja herausfinden, was sind die neuen Gewichte für den neuen Trainingsplan, den wir dann nächsten Monat angehen. Und so, genau. Was machst du da eigentlich? Ich spiele mit der Tasche. Das ist ja schön. Die gefällt mir ganz gut. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Auf Wiedersehen. Packen die Taschen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder hier. Ihr habt es mitbekommen, Milos und ich haben unsere Ziele klar definiert. Trainieren jetzt schon seit über einem Jahr und haben uns gesagt, wir müssen jetzt natürlich für den nächsten Monat wieder vorarbeiten und gucken, wo stehen wir jetzt aktuell mit den Gewichten, bei welchen Wiederholungen. Und wir möchten jetzt im nächsten Monat dann Kraft aufbauen. Ja, und deswegen müssen wir unsere Trainingserfolge einfach dokumentieren. Ja Leute, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr einen Kommentar macht und vielleicht sogar auf die Glocke klickt, damit ihr immer sehen könnt, wann das nächste Video online kommt. Es war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao! Irgendwie habe ich gerade voll Bock auf Quark mit Früchten.